Okay. Damit meine Haare so im Wind so. So, Ladies and Gentlemen, bei dir alles okay? So. Gibt es irgendwelche Fragen, Sorgen, Nöte, irgendwelche Anträge, irgendein Schwachsinn, was ich ablehnen kann? Ja. Das ist aber sehr bedauerlich, okay. Und du? Warum? Gehört ihr zusammen? Ja. Gut, Garmin, ne? Oder was war das? Okay, ja, Garmin wird ja auch einmal am Tag nur angefahren. Reicht auch aus für Garmin. Vollkommen okay, kein Problem. Noch mehr Fragen, noch mehr Sorgen, Probleme, irgendwas? Mädels, Jungs, ihr könnt ruhig die Jacken ausziehen, ne? Es ist ein bisschen warm hier drin. Ich habe die Klimaanlage jetzt gerade angemacht, aber es wird noch ein langer Abend. So, wie versprochen, werde ich jetzt mit euch erstmal ein Thema besprechen, was sehr wichtig ist, was bei eurer praktischen Prüfung drankommen kann. Das werden wir dann machen. Und wir werden auch einen Test mit euch machen, oder genauso werde ich mit euch einen Test machen. Und zwar direkt am Anfang schon. Ich glaube, nur so nach den ersten 10 Minuten kommt das. Und das ist auch ein, sagen wir mal, so eine Art Behindertentest. Okay? Wer durchfällt, kriegt von mir auch eine Urkunde und darf dann auch offiziell auf den Behindertenparkplätzen parken. Wer möchte das nicht? Hand hoch. Keiner? Gut, okay. Okay, alles klar. So, die Leute auf Facebook, hallo Facebook, wenn ihr Bock habt, euch das noch anzugucken, dann könnt ihr euch das in ungefähr anderthalb Stunden auf YouTube angucken. Wird gerade aufgenommen, ist leider nicht live, aber dort werde ich es dann posten und euch sage ich jetzt einfach mal Tschüss. So, okay, dann haben wir ein bisschen Luft jetzt hier, dann können wir ein bisschen arbeiten. Ladies and Gentlemen, ihr macht ja alle wunderbar, alle, aber wirklich alle, einen Autoführerschein. Ja, sonst niemand. Super. Richtig? Macht ihr irgendwann was anderes? Du? Ich mache den A1-Führerschein. Ja, ist sowas, auch sowas Schönes. Ja, ist auch sowas Schönes. Wunderbar. Noch irgendwas anderes? Du musst dich ja noch eintragen. Ne? Du gehörst zu den vier, die sich noch nicht eingetragen haben. Der Rest, alles B. Wunderbar. Frage an euch. Keine Sorge, das ist noch kein Behindertes, okay? Ich werde gleich dann auch zu einem richtigen Zeitpunkt dann auch sagen, ob das jetzt zu dem Test gehört oder nicht gehört. Also so fair bin ich. Oder auch nicht. Weiß ich nicht genau. Ich muss mir das mal überlegen. Wenn ihr heute fertig wärt mit eurem Führerschein, Klasse B, Autoführerschein, heute ist die praktische Prüfung gewesen. Du gehst jetzt nach Hause und fährst mit dem Bus nach Hause und bist dann zu Hause und da steht ein Auto für dich. Und dein Papa, Mama, Onkel, Tante, wer auch immer, sagt, guck mal, dahinter ist noch ein Anhänger. Darfst du mit diesem Anhänger schon fahren? Nein. Da ist ein Autoführerschein und du sagst, ja, weiß ich nicht. Standard in so einer Situation ist immer Telefonjoker. Der Fahrlehrer wird erstmal angerufen. Hallo, kannst du mir sagen, ich habe hier einen Anhänger, darf ich überhaupt damit fahren? Das werden wir jetzt mal klären, damit ihr mich dann nicht mehr anrufen müsst. Okay? So. Fragen wir mal erstmal an die Nicht-Joker-Leute. Wir haben ja drei Joker. Ja? Dürfen wir mit einem Anhänger fahren? Ein Anhänger hinten dran machen an das Auto und dann damit fahren. Überleg. So, sie weiß es. Einer weiß es. Einer zeigt auf. Eine Person zeigt auf. Eine Person. Zwei. Drei. Gut, dann nehmen wir mal Nummer 1. Okay, das hat also was mit dem Gewicht zu tun, sagt sie. Ja oder nein, darf man? Darf man nicht? Ja. Ja, sagt sie, okay. Da hat noch jemand aufgezeigt, war das? Du. Ja, also die dürfen nicht fahren, weil das länger ist. Als halt du sagst also, aufgrund der Länge darf man schon alleine nicht, da bräuchte man einen Zusatzführerschein. Ja. Okay, das werden wir mal jetzt prüfen, sobald Madame hier fertig ist. Ja. Fertig, war das schon? Ja. Ja, will ich nur das Beste. Ja, so bin ich hier. So, mal, wenn ich jetzt so gehe, ne, guck mal da rein, sag mal Stopp, wenn man mich nicht mehr sieht. Dein Ernst? Stopp. Ah, okay, alles klar. Also man sieht alles, das ist schon mal gut zu wissen. Ich bin dann weg, mach's aber noch. Okay, danke dir. Okay. Dann werde ich
euch das jetzt mal erklären, wann man mit einem Führerschein der Klasse B noch einen Anhänger hinten dran machen kann und wann nicht. Sieht man das? Nein. Nein? Dann halte ich mal so. Auto, Klasse B, Anhänger, Fragezeichen, geht, geht nicht. Das werden wir jetzt prüfen. Der eine sagt, es ist zu lang, ne? Der andere sagt, es ist zu kurz, der andere sagt, es ist zu dick. Schauen wir mal. Ach, die Tafel ist schon da. Okay. Zunächst einmal halten wir mal ein paar Daten fest. Die Fahrerlaubnisklasse B, was ja fast jeder von euch macht, bis Moscherie hier, du machst ja A1, ne? Das ist was Ähnliches, nur mit zwei Rädern. Die Fahrerlaubnisklasse B bedeutet, du darfst Fahrzeuge fahren, die wie schwer maximal sind? Wie schwer ist so eine Gewichtsgrenze? Gibt es da? Ja? Ich glaube 3 Tonnen. Fast richtig, 3 Tonnen, fast richtig, ja? Das ist weniger richtig als das, was er gesagt hat. 2,8? Nee, die erste Zahl war schöner. 2,8. Guck mal, der Motorradmensch weiß es. Warum? Weil Motorradmenschen grundsätzlich geiler sind. Ne? Merkt ihr das schon mal? Motorradfahrer sind grundsätzlich geilere Menschen. Wunderbar, 3500 Kilogramm. Merkt ihr, 3500 Kilogramm. Das heißt also, unser Fahrzeug, was wir haben, darf maximal zulässig mit Ladung, mit allem Pipapo, nicht schwerer sein als 3500 Kilogramm. Das ist das, was der Gesetzgeber sagt. Stell dir mal vor, eine Situation vor, du arbeitest irgendwo. Wer von euch arbeitet schon? Malocha, Wippern, du arbeitest auch, du auch, du auch, wo arbeitest du? In einer Praxis. Arzt, Proktologe, Schüch, was ist das? Terbe was? Diabetologe, ich hab's ja schon gedacht. Also, da wo ich demnächst wahrscheinlich auch bei euch dann mal vorbeischauen muss. Stell dir vor, dein Arzt kommt raus und sagt, er hat Geld, ne? Er hat viel Geld. Dann sagt er, Mädchen, und so, jawohl. Hier, wasch mein Auto. Und du so, Sir, jawohl, Sir. Das ist bei der Bundeswehr bei euch wahrscheinlich, ja? Du gehst sofort raus und guckst, Alter, so viele Autos, du weißt gar nicht, welches Auto. Du drückst auf den Knopf und dann macht ein Riesenauto, piep, piep. Und du so, ach du Kacke. Guckst so hoch, ja? Ein Riesenauto. Darf ich damit überhaupt fahren? Du musst das erstmal prüfen, um das zu prüfen. Ja, mit dem Schlüssel. musst du, oder wo steht das denn, dass du damit fahren darfst oder nicht fahren darfst? Wo kriegt man die Information, wie schwer das Auto ist? Musst du damit auf eine Waage oder so drauf? Ich glaube, gibt es so eine Einleitung dafür. An dieser Stelle trinke ich mal ein bisschen Red Bull. Okay. Eine Einleitung. Gibt es noch was anderes? Ja, ich weiß, was du meinst, aber es geht in die falsche Richtung. Es geht in die richtige Richtung, aber das Wort fehlt hier. Ihr zwei Hübschen, wisst ihr das? Dann. Wo finde ich Informationen über das Fahrzeug? Das Ding fliegt gleich in deine Richtung. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen ballabern, ich habe zu viel Red Bull getrunken. Deswegen. Ja! Im Fahrzeugschein. Richtig, Leute, Fahrzeugschein, das musst du immer mit dabei haben. Das ist ungefähr das, was du meintest. Ne? Wenn die Polizei dich anhalten sollte, irgendwann später mal, dann sagen die mal, guten Tag, guten Abend oder was auch immer, Führerschein, Fahrzeugschein bitte. Und vielleicht noch Personalausweis. Okay? Das musst du immer mit dabei haben. Hast du eins davon nicht mit dabei, zack, 10 Euro. Fahrzeugschein ist so ein Zettel mit technischen Daten von deinem Fahrzeug. Wann ist es gebaut worden, wie groß ist es, wie schwer ist es, welche Farbe, welcher Motor und so weiter, Höchstgeschwindigkeit, das steht da alles drin. Und wie schwer darf es maximal sein? Das steht da auch drin. Stell dir vor, du hast so ein Benz unterm Arsch, so ein Riesenauto, das was dein Chef dann zum Beispiel hat, ne? Da steht 3499 Kilo. Und du so, darf ich damit fahren? Darfst du damit fahren? Denk nochmal nach. 3499? Ja, unglaublich, ja. In der Grundschule haben wir irgendwann mal gelernt, 3499 ist weniger als 3500, ist also Klasse B. Wir dürfen damit vollkommen richtig fahren. Das ist aber schön, du darfst damit fahren. Aber wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir einen Anhänger hinten dran machen? Jetzt guck mal. Es fängt an. Ich werde jetzt mindestens 20 Mal das jetzt erklären. Und danach werde ich die Frage stellen. Und wenn die Frage falsch beantwortet wird, okay, schauen wir mal. Wir fangen an. Wir dürfen einen Anhänger hinten dran machen.
Ladies and Gentlemen, überhaupt gar kein Problem. Solange dieser Anhänger unter 750 Kilogramm zulässige Gesamtmasse ist. Also, du hast irgendwo einen Anhänger gefunden. Du, auch so ein Anhänger hat einen Fahrzeugschein. Du guckst da rein, zulässige Gesamtmasse, weniger als 750. Ja, ich darf damit fahren. Okay? Es ist dabei egal, was für ein Gewicht du hier vorne hast. Dein Auto hat 3500, dein Anhänger unter 750. Es ist immer Klasse B. Es ist immer Klasse B. Ach, dieser Döner von gerade, der Hauptfahrer vorne. Hast du einen Anhänger unter 750 Kilogramm, ist es immer Klasse B. Hast du einen Anhänger unter 750 Kilogramm, ist es immer Klasse B. Hast du einen Anhänger unter 750 Kilogramm, ist es immer Klasse B. Hast du einen Anhänger unter 750 Kilogramm, ist es immer Klasse B. Wer das jetzt gleich falsch macht, den töte ich. Ein Anhänger unter 750, wollen wir wetten, die Hälfte von euch wird es falsch machen? Die Hälfte, immer die Hälfte. Manchmal sogar mehr als die Hälfte, je nachdem, in welchem Stadtteil ich gerade bin. Und, ja, dann kriegst du halt eine Urkunde, ne? Dann musst du dann die Scheibe hinlegen. Unter 750 Kilogramm ist immer Klasse B. Unter 750 Kilogramm ist immer Klasse B. Unter 750 Kilogramm ist immer? Das war kein Test. Das wäre zu schnell. Ich muss da noch ein bisschen noch ausholen. Unter 750 Kilogramm ist immer Klasse B. So, das haben wir jetzt verstanden, hoffe ich. Unter 750 Kilogramm ist immer Klasse B. Es wird wirklich langsam peinlich, ich weiß. Aber unter 750 Kilogramm ist immer Klasse B, ja? Doof ist nur, wenn wir nicht unter 750 Kilogramm haben, sondern über 750 Kilogramm, dann ist es auch Klasse B. Auch Klasse B, wenn wir beide zusammen addieren, also zulässige Gesamtmasse vom Auto plus die zulässige Gesamtmasse vom Anhänger, wenn wir unter 3500 Kilogramm sind, ist wieder Klasse B. Hammer, oder? Ich wiederhole nochmal. Unter 750 Kilogramm ist immer Klasse B. Über 750 Kilogramm ist dann Klasse B, wenn beides zusammen unter 3500 Kilogramm ist. Nochmal wiederholen? Ja? Okay. Unter 750 Kilogramm ist immer Klasse B. Über 750 Kilogramm ist Klasse B, wenn wir beides addieren und es unter 3500 Kilogramm ist. Beispiel 2000 Kilogramm Auto, 1000 Kilogramm Anhänger, beide zusammen 3000 Kilogramm und 3000, wir haben in der Grundschule, ist unter 3500, ist also Klasse B. Wow, Hammer, ne? Schon wer hat sich das ausgedacht? Irgendein Gestörter, ich habe keine Ahnung. Der war bestimmt voll schlau. Verstanden? Jetzt müsst ihr an dieser Stelle nicken. Wer nickt nicht? Hand hoch. Gut. Unter 750 Kilogramm ist immer Klasse B. Über 750 Kilogramm addieren. Unter 3500, Klasse B. Okay? Хорошо? Ich kann nur Хорошо, mehr kann ich nicht. Echt? Ja. Okay. Ich dachte, gut. Ja, ne? Die hat doch keine Ahnung. Lern Russisch, Mädchen. So. Jetzt, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wir hauen da jetzt einen Anhänger hinten dran, was ein bisschen mehr hat. Wir packen da mal 1600 Kilogramm Anhänger. 2000 plus 1600 sind 3600. Und jeder weiß, 3600 ist mehr als 3500. Ist also nicht mehr B. Du darfst damit nicht mehr fahren. Also gibt es eine neue Führerscheinklasse, extra erfunden worden für eine bestimmte Zielgruppe, worauf ich jetzt nicht eingehen werde. 3500 Kilogramm bis 4250 Kilogramm. Wenn du in diesem Bereich bist, dann machst du die Fahrerlaubnisklasse B96. Ihr habt also B in der Tasche, aber B96 habt ihr nicht und ihr dürft damit nicht fahren. Das ist also verboten. Macht ihr das, dann gibt es Ärger. Die Polizei macht das hier. In der Gehirn. Und eine Handgranate in der Popo. Okay? Dürft ihr nicht. Verboten. Wer hat das verstanden jetzt? Plus, plus.
hier irgendwo dazwischen, merkt euch die Zahl 4250, und dann B96. Okay? B96, ganz einfach. Hier hinkommen, Unterricht machen, ein paar Stündchen, dann da draußen mit dem Fahrlehrer ein paar Stündchen mit dem Anhänger rumfahren, auch rückwärts, vorwärts, trennen, verbinden. Wenn ihr das drauf habt, keine Prüfung. Und dann bekommt ihr das Ding. Zwischen 300 und 400 Euro kostet es. Relativ einfach. Ohne Prüfung, denkt ihr, hey, was, geil, mach ich sofort, ne? Okay. Jetzt hast du aber was anderes. Du hast jetzt hier ein Riesenauto. Wir packen mal hier so ein Auto, 3000 Kilogramm. Und so ein riesen Anhänger, 2000 Kilogramm. Insgesamt 5000, richtig, du bist so gut. LKW? Nein, Mann, du kommst auf LKW. Niet, das kann ich auch. Das heißt bestimmt auch gut, ne? Niet. Dann, wenn du nämlich über 4250 Kilogramm bist, aber unter 7000 Kilogramm, was ja hier der Fall ist, dann ist es die Fahrerlaubnisklasse BE. Circa 6 Fahrstunden, meistens macht man circa 6 Fahrstunden, 5 sind Pflicht, dann macht man noch eine Stunde. Einige brauchen vielleicht ein paar mehr, aber die meisten eigentlich nicht, weil man schon ein bisschen fahren kann. Dann macht man eine praktische Prüfung und dann ist man damit durch. Circa 700 bis 800 Euro. Ja, bis jetzt verstanden. Oder? Nicken. Vietnam, nicken. Haben wir Bulgarien hier? Jemand aus Bulgarien? Ich. Ja? Bulgarien ist übrigens das hier? Nein. Das ist ja, richtig? Deswegen hast du gerade auch. Ja. Alles anders. Ich habe keine Ahnung. Ja. In Frankreich ist das hier zum Beispiel nicht prima, sondern Arschloch. Deswegen andere Länder, andere Körpersprache. Ja. Du sagst ja, das ist nein. Okay. Guckt euch die Zahlen jetzt mal an, ich gebe euch genau 10 Sekunden. Auswendig lernen. Okay, die 10 Sekunden sind zweimal schon um. Wir werden jetzt mal mit einem Spielchen anfangen. Immer noch kein Behindertentest, Leute. Immer noch kein Behindertentest. Alter, wenn ich das poste, dann bin ich voll am Arsch. Wisst ihr, ne? Die ganzen Behinderten, Diskriminierung. Jeder hat das Recht, diskriminiert zu werden. Warum nicht? Ich darf das. Ihr seid alle ruhig. Nur die Person, die ich dran nehme, sagt was. Okay? Auch das gehört noch nicht zum Test. Wer weiß jetzt schon, welche Führerscheinklasse hier richtig wäre? Schauen wir mal. Unglaublich. Brille. Erklär mal bitte. Herzinfarkt. Erklär mal bitte. Ich weiß nicht, wie du weißt, deswegen. Du hast eine Brille, deswegen passt das. Warum ist es Klasse B? Kannst du das erklären? Du bist der Joker. Deswegen kannst du das. Weil das insgesamt unter 3,5 Tonnen ist. Weil es insgesamt unter 3,5 Tonnen ist. Du bist der Hammer. Das muss man auch mal gesagt haben. Ne? So, du. Sicher? Arzthelferin, sag mal, warum sie recht hat. Weil es immer noch unter 3500 Kilogramm. Immer noch unter 3500 Kilogramm. Voll in deinem Kopf. Schmeiß mal. So gut. Das nächste Mal kommt ein Hammer. Wimpern. Ich sage, ich bin froh, dass das nicht mit deinem Wimpern aufgefallen ist. Geil. So, und zwar ganz hinten. Jawohl, du, Mädchen. Du ganz hinten. Ja, in der Ecke. Ja. Schneller!
B96? Die Nachbarin erklärt mal bitte, warum sie denn sagt B96? Über, aber nicht mehr als? Ich war gerade noch beim Zahnarzt, ne, heute Morgen. Und ich habe da gerade ein Stückchen Dönerfleisch entdeckt. Für schlechte Tage. Wollt ihr sehen? War Spaß, nein, Mann. Ich wollte dir einfach nur ein bisschen Bedenkzeit geben. Die Frage war, du hast gesagt, es ist über 3500 Kilogramm, aber nicht mehr als wie viel Kilogramm? Merkt euch bitte eine Sache, die unglaublich wichtig ist. Ihr seid doch noch relativ jung. Merkt euch bitte immer eine Sache. Unglaublich wichtig, auch für die praktische Prüfung, die jetzt demnächst kommt. Sagt niemals, nie. Keine Ahnung. Keine Ahnung heißt so viel wie auch zum Prüfer, leck mich am Arsch. Ihr habt keinen Bock, verpiss dich. Ich hab dich bezahlt, hau ab. Das meint man damit. Ich weiß, du sagst, nee, ich habe eigentlich wirklich keine Ahnung. Ne? Aber in der Botschaft eine andere Botschaft. Kennst du die Botschaft? Die Botschaft, pass auf, zu Ausbildungszwecken darf ich das? Keine Ahnung. Zu Ausbildungszwecken darf ich das. Mach das nicht. Absolut, sofort in der Praxis. Ich mag dich, okay? Aber der Prüfer kennt dich nicht. Und der Prüfer wird sofort sagen, ich zeig dir gleich. Fahr mal los. Rechts, links. Und du hast noch nicht mal den Motor angemacht. Okay? Also, seid immer lieb und sag niemals keine Ahnung. Und auch wenn du keine Ahnung hast, dann sag was anderes. Sag Baum. Ein Baum ist was Schönes. Geh was anderes. Okay? Klingt bescheuert, ne? Aber immer noch besser als keine Ahnung. Wenn ich keine Ahnung habe, habe ich das Bedürfnis, jemanden zu verkloppen. Das ist doch schon lange her, dass ich jemanden geschlagen habe. Das war in der 11. Klasse. Er hat gesagt, dass meine damalige Freundin hässlich ist. Dann habe ich ihn verkloppt. Genau gesagt, Gleichstand. Bis der Rektor, der stellvertretende Rektor kam und es auseinandergenommen hat. Und gesagt hat, ihr, wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr niemals Abitur bekommen. Dafür werde ich sorgen. Drecksau habe ich trotzdem gemacht. Mein Abi. 6 Monate später habe ich mich getrennt. Mittlerweile denke ich, die ist wirklich hässlich. Scheiße. Hätte ich mal. Naja, egal. Man weiß nicht, ne? Immer lächeln. So, hast du jetzt die richtige Antwort endlich? Sag das Wort nicht, die beiden. Nein. Nein ist schön. Und nein ist gut. Nein ist. Man muss auch Nein sagen können. Was wolltest du sagen, ergänzen? Ja. Hammer, hast du gehört? Nicht über 4250. Über 3500? Aber nicht mehr als 4250, also 3000 plus 1000 sind 4000. So, was ist einfach 4000. Gut, okay. So, du wieder. Was ist das für eine Führerscheinklasse? Auch B96. Weil? Weil es nicht über 4200 ist, sondern unter 4200. 4250. Ja, genau. 4250, ich werde es gleich nochmal dran nehmen. 4250, ne? Jetzt übertreiben wir mal. Achtung, aufpassen. Wir nehmen mal jetzt so ein Riesending hier. Mädchen, Kamera mit. Was ist das für eine Führerscheinklasse? BE. BE, sagst du? Und der Nachbar erklärt mal, warum sie recht hat. Weil das über 3250 ist. Mach mal 4250, so. Ja. Na, mach mal so und dann beugst du nach vorne und er wird dich warnen. Du meinst 4250, sehr gut. Ja? Ich dachte, hast du Epilepsie oder so? Zeig's jetzt auch auf. 4250, jawoll, das ist also BE. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt höher, Ladies and Gentlemen. Wir bauen uns da mal so ein riesen Schlachtschiff. Und wer möchte, wer hat noch nicht? Ja, du. Was ist das für eine Führerscheinklasse? Ja. BE. BE, sagt sie, warum hat sie recht? Das ist BE, fertig. Weil über 4250 ist BE, ne? Okay, bis jetzt? Super. Dann geht's weiter. Wir haben leider einen riesen Anhänger. Aber dummerweise... Sieht man mich noch? Hallo. Das dauert jetzt ein bisschen.
aber leider nur ein Smart. Wenn das jetzt technisch möglich wäre, ich meine, normalerweise würde so ein Smart ziehen, umgekehrt, ne? Aber jetzt hier in diesem Fall, sagen wir mal, es wäre technisch möglich, dass ein Smart es schafft, so ein 3-Tonnen-Ding zu ziehen. 3,5 Tonnen sogar. Was für eine Führerscheinklasse wäre es? Einer weiß es. 2 wissen es. 3, 4 wissen es. 4, 5, 6 wissen es. 7. Vietnam weiß auch. 8, 9. A1-Mensch weiß auch. Kameramoment weiß auch. Ich nehme dich natürlich. Du sagst BE. Wir prüfen. Ladies and Gentlemen. Und warum ist es BE? Soll ich dich erlösen, Alter? Das ist, warte, hast du heute gearbeitet? Ja. Ja, okay, dann ist das okay. Dann darfst du. Ja. Wenn du aber jetzt gerade erst aufgestanden bist, dann müsste ich dich leider als Notschlachten. 4250, merkt ihr diese Zahl? Das gibt's ja gar nicht, das ist nur eine Trickszahl. 4250. Es ist da drüber, also es ist BE. Okay, verstanden? So, aufpassen. Jetzt geht's weiter. Ich habe Zeit, weißt du, deswegen, ich mache jetzt einfach weiter. Boah, ich krieg gleich einen Krampf, ich schwör's dir. So, seid mal ruhig jetzt alle. Aufpassen, da hinten die beiden Küken. Ruhe. Ja. Welche Führerscheinklasse? B96. Na ruhig, du bist dran. Schneller. Nein, zu spät. B96. B96. B. B96. Auch. Schneller. B96. Vietnam. B. B96. B96, Syrien sagt B96. Ganz ruhig. B96. Was? B96, du musst schreien, Mädchen, schrei mich an. Ja. Hier die vorderen. 96. B. Habe ich die euch schon? Habe ich schon, ne? So, die Leute, haben wir denn B-Leute? Ach, du hier. Okay. Haben wir BE-Leute? Jemand, der sagt, dass es BE ist? Keiner aufzeigt? Okay, die B96-Leute zeigen mal auf. Okay, ihr, die jetzt aufgezeigt habt, ne? Ihr bleibt alle hier gleich. Ich mach die Urkunde gleich fertig für euch. Okay? Ja? Verdammte Kacke. So, wo sind die B-Leute? Hand hoch. Wunderbar. Vietnam, erklär mal, warum ist das jetzt B? Also, wenn so Anhänger unter 750 E-Mail. Oh mein Gott, hab ich gar nicht erklärt. Das tut mir so leid, ich hab's noch nicht erklärt. Wenn der Anhänger unter 750 Kilogramm ist, ist es immer Klasse B. Wenn der Anhänger unter 750 Kilogramm ist, ist es immer Klasse B. Wenn der Anhänger unter 750 Kilogramm ist, immer Klasse B. Syrien, wenn du hören, ne, ich habe 25 Mal gesagt, Walla. Ja, schlag ihn, aber schlag. Wenn der Anhänger unter 750 Kilogramm, unter 750 Kilogramm, ist immer Klasse B. Alter, ich hab's nicht erfunden. Das hat irgendjemand erfunden, okay? Aber das ist ein super Test, oder? Ob ihr mir zuhört. Also ich hab's aufgenommen. Ich werde gleich mal zählen, wie oft ich das gesagt habe. Aber was habe ich gesagt? Die Hälfte, ne? Circa die Hälfte, es war ein bisschen mehr als die Hälfte. So, das lasse ich jetzt erstmal kurz einwirken. Wer fühlt sich jetzt gedisst? Wer will heulen? So, scheiße. Überhaupt kein Selbstvertrauen mehr. Ey, das ist Spaß, okay, ich mache das schon seit Jahren, glaubt mir, es ist immer die Hälfte, circa die Hälfte, manchmal mehr, manchmal weniger, habe ich schon gesagt. Aber bis jetzt habe ich noch nie in einer Klasse gehabt, dass alles wussten. Ganz schlimm ist es, wenn nur einer es nicht weiß und alle anderen wissen. Und der so, ey, was, das? Ich habe berechnet, du gute Mathe. Ja, aber ich gute Zuhören. Es ist auch eine böse, blöde Falle von mir, ich weiß. Ne? Schön die ganze Zeit solche Spielchen gemacht und dann haue ich da wieder das rein, okay. Aber... Die Frage habe ich noch nie gestellt. Stelle ich mal jetzt. Die jetzt B gesagt haben. Warum habt ihr B gesagt? Weil ihr das noch wusstet von vorhin?
Ja? Oder wegen was anderem? Weil der Nachbar das gesagt hat. Ja, ich wusste das wohl. Und was genau ist dann besonders haften geblieben? Dass ich mit Rot das angemalt habe? Oder weil ich es 26.000 Mal wiederholt habe? Ja? Ja? Okay. Ja gut. Dann werde ich es beim nächsten Mal ein bisschen weniger wiederholen. Dann ist die Quote auch ein bisschen schöner. Wimpern, alles gut? Musst du weinen? Ich habe Taschentuch. Nein? Hast du B gesagt oder B 96? Ja, klar, du hast B gesagt. Ne? Okay. Ladies and Gentlemen, dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier mit diesem Thema dann automatisch weiter. Es geht also um Trennen, um Verbinden, Trennen und Verbinden von irgendwelchen Fahrzeugen, hier Anhänger und Auto. Das ist eigentlich relativ einfach, das brauche ich auch nicht weiter ehrlich zu erklären. Das ist das Prinzip Bienchen Blümchen. Ja. Versteht jeder hin, oder? Ja, gut, dann machen wir direkt mit dem nächsten Thema weiter. Mehr war Spaß. Okay, an dieser Stelle mache ich jetzt Cut, die Videoaufnahme hören wir auf. Tschüss, YouTuber und andere Menschen.